Im Jahre 1812 erfand James Watt den polaren Ionenantrieb und katapultierte damit die Menschheit bis an den Rand des Universums. Die Völker der Erde besiedelten neue Planeten, verbreiteten riesige Städte, Industrie und Reichtum. Das rief schon bald die Crips auf den Plan, interstellare Räuber und Piraten. Die Planeten gründeten die Weltraumunion und bildeten zum Schutz eine Eingreiftruppe. Die Weltraumpolizei. Quadrant, 56 Grad Breite, 23 Grad Länge. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt Captain Brave in Galaxien vor, die nie kein Mensch zuvor gesehen hat. Nein, so stimmt das nicht. Muss ich mir diesen Satz eigentlich jedes Mal anhören, wenn wir auf Streife sind? Auf jeden Fall, mein lieber Fähnrich. Ich zitiere, um die Moral der Besatzung aufrechtzuerhalten und... Welche Besatzung? Sind doch nur wir beide und dieser Schrott aus dem Osten. Höre ich da etwa einen Hauch von Resignatierung? Wir sind hier, um den anständigen Bürgern zu... Glaubst du allen Ernstes, dass jemand unsere Hilfe braucht? Haha! Eine arme Seele braucht unsere Hilfe! Setz die Triebwerke in Gang und hol die Sternkarte, Fähnrich! Und lass uns mich zu Ruhm und Ehre führen! Sollten wir nicht Unterstützung anfordern? Ha! Captain Brave kriegt das schon hin. Ja, wie damals bei der Verfolgungsjagd auf diese intergalaktische Sonde. Du musst jetzt nicht auf euren Kamelen rumreiten, Yoshi. Hör zu, warum bringst du nicht Rohbretter zum Laufen und holst die Ortungsgeräte? Wir brauchen sie, um das Signal der verunglückten Besatzung zu orten. Ich berechne in der Zwischenzeit die Orbitalsynchronisation und den Landeanflug. Gut, aber beeil dich, denn Captain Brave will, dass hier die Post abgeht. Ach ja, und noch etwas. Soll ich dir kurz erklären, wie das ganze Zeug hier funktioniert? Ja, zeig mal, was du so drauf hast, Fähnrich. Was ich alles drauf habe und du alles vergessen hast. Gut. Legen wir los. Du kannst Objekte im Raum untersuchen, indem du auf sie klickst und das Lupensymbol auswählst. Sieh dir doch mal das rosafarbene Gerät oben in der Ecke an. Ha, Kralek! Ich kann erkennen, dass es rosa ist. Als nächstes ist dein Inventar dran. Du kannst Gegenstände mit Objekten der Spielwelt benutzen. Klicke auf das Symbol mit der Tasche unten links, um dein Inventar zu öffnen. Benutze das Taschentuch mit dem rosafarbenen Gerät. So, ich habe den Staub vom Monitor gewischt. Das Taschentuch ist antiseptisch. Du kannst auch im Inventar mit Gegenständen interagieren. Öffne das Inventar. Du kannst es auch über einen Rechtsklick aufrufen und schließen. Untersuche deinen Ionenstrahler. Klicke dazu auf die Waffe und dann auf das Lupensymbol. Meine Lieblingswaffe. Mit diesem Wunderwerk kann Captain Brave dafür sorgen, dass sich jemand innerhalb von einer Sekunde im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch auflöst. Du kannst die Gegenstände, die du bei dir trägst, benutzen. Öffne das Inventar, klicke auf den Ionenstrahler und dann auf das Handsymbol. Oh, da sind noch die Überreste vom letzten Einsatz drauf. Kein Wunder, ist schon ewig her, dass ich das Ding geputzt habe. Das Kombinieren von Gegenständen ist ganz einfach. Öffne das Inventar, klicke auf das Taschentuch und dann auf den Ionenstrahler. So, ich habe meinen Ionenstrahler mit dem Taschentuch abgewischt. Jetzt ist er blitzeblank. Oh, und er wird wärmer.
Moment. Ah, ich habe aus Versehen den Ionenladungsmodus aktiviert. Puh. Durchatmen. Alles wieder gesichert. Du kannst deinen Spielfortschritt speichern und laden. Klicke auf das Optionensymbol oben links, um das Ingame-Menü zu öffnen. Das Spiel wird übrigens von Zeit zu Zeit automatisch gespeichert. Falls du mal nicht mehr weiter weißt, kannst du immer auf das Hilfesystem zurückgreifen. Übrigens, du kannst dich schneller in der Spielwelt bewegen, wenn du auf den Ausgang doppelklickst. Ausgänge sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet. Das war alles. Was muss ich sonst noch wissen? Falls du mal nicht mehr weiter weißt, kannst du immer auf das Hilfesystem zurückgreifen. Übrigens, du kannst dich schneller in der Spielwelt bewegen, wenn du auf den Ausgang doppelklickst. Ausgänge sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet. Das war alles. Ich glaube, das reicht. Gut, es gibt nämlich viel zu tun. Scheint nicht zu funktionieren. Ich sollte mit Kralek reden. Ha, das ist meiner. Der würdige Sitz von Captain Brave. Ich wäre entspannter, wenn wir passend dazu auch einen würdigen Captain hätten. Hey, Finger weg von meinen Instrumenten. Das ist eine Sternkarte der Weltraumpolizei. Limitierte Standardausführung. Man findet sie auf jedem Raumschiff, falls man mal etwas nachgucken muss. Terra Nova, Captain Braves Heimat. Das ist ein Gefängnisplanet. Weltraumabschaum wird dorthin gebracht. Eisplanet Schminkel 7. Ist er zu kalt, bist du zu schwach? Jamma Spacer, ein tropischer Planet mit üppiger Vegetierung. Nein, für die Flugpläne ist Fenrich Kralek zuständig. Ganz davon abgesehen, dass ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Das Zeug brauche ich nicht. Rohbretter putzt damit manchmal die Küche. Ich nehme ihn mit, den allmächtigen Kartoffelschäler. Damit schäle ich mir den Weg zu Ruhm und Ehre frei. Da sind einige Sachen. Müsli, Magermilchpulver, Kaffee und ein kleiner Verbandskasten. Den kann ich auf meinem Weg zu Ruhm und Ehre sicher gebrauchen. Eine kleine Tasse auf einem merkwürdigen Untersetzer. Unser Esstisch, aus bester georgischer Eiche gefertigt. So, da steht Französisch, Deutsch. Die Tasse brauche ich nicht. Das habe ich selbst gemacht. Fracht steht drauf. Spinnst du? Wenn ich die Luke aufmache, wird alles nach draußen gezogen. Sogar die Möbel. Es ist nichts im Ofen drin. Oho, Luna Karabieva. Da schlägt mein Herz gleich ein paar Takte schneller. Hier schläft die Besatzung. Kralek liegt oben, sonst wäre das Poster der Maslow ja nicht dort. Das ist Kraleks kleines Poster von der Maslow. Vorm Einschlafen guckt er es immer ganz lange an. Er sagt, das würde ihn entspannen. Ein Poster von Luna, von einer ihrer schönsten Seiten. Das ist mein Papa, Libertin Bravoski. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich den roten Rauschebart von ihm. Das ist Mama, Boromina Bravoski.
Ich habe ihre Augen geerbt. An einem der Ortungsgeräte fehlt die Antenne. Unsere Sonntagskleidung. Kraleks rote Samtstiefel und mein blauer Raumanzug. Rohbretter kümmert sich um das Waschen und Bügeln. Aber da er nur vier Finger hat, will das nicht wirklich gut klappen. Rohbretter läuft im Moment nicht. Das ist der Ionen-Protonen-Antrieb der Maslow. Ich brauche nicht zu verstehen, wie er funktioniert. Hauptsache, er läuft. Ich glaube nicht, dass das die richtige Kombination ist. Ich glaube nicht, dass das die richtige Kombination ist. Oh je, die Bedienungsanleitung ist auf Französisch. Ich muss sie irgendwie übersetzen. Tja, funktioniert nicht. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, es ist 2:05. Das ist keine gute Idee. Scheint nicht zu funktionieren. Ich sollte mit Kralek reden. So, ich habe die CD mit meinem Taschentuch poliert. Scheint nicht zu funktionieren. Ich sollte mit Kralek reden. Der Übersetzer funktioniert nicht. Warst du nicht derjenige, der den Strom umgeleitet hat, damit du in der Dusche warmes Wasser hast? Mit gutem Grund. Nichts erwärmt das Herz eines beharrten Patrioten mehr als eine warme Dusche. So lautet mein Motto. Igitt, so genau wollte ich das gar nicht wissen. Du hast wohl gar keine Freude am Leben, oder, Yoshi? Schwierig, wenn man mit jemandem wie dir zusammenarbeiten muss. Da hast du wohl recht. Und was soll ich jetzt tun? Du musst den Strom umleiten. Aber dafür wirst du wohl den Schaltplan brauchen. Hier, bitte. Danke.